Ich grüße euch. Manches Mal ist es nötig, dass man Flächenberechnungen nachvollziehbar jemanden übergibt. Deshalb zeige ich euch heute eine Möglichkeit dazu. Ich mache mir hier einfach ein paar Deckenflächen, die ich dann ähnlich wie Fußbodenflächen automatisch berechnen lasse. So, einfach ein paar Punkte hinzu. Das schaut schief aus. So. So, dass es nicht ganz einfach ist. So, ich habe hier einige Deckenflächen und die belege ich jetzt mit Raumstempeln. Das heißt, ich muss natürlich jetzt, weil ich keine Wände habe, mit der Leertaste die Sachen übernehmen. Und habe jetzt hier meine Raumstempel drinnen. Und jetzt möchte ich hier für diese Flächen die Berechnung automatisch machen. Das befindet sich nicht in der Ausschnittmappe, das befindet sich in der Projektmappe, in der normalen Vorlage. Und ich habe hier Auswertungen, Listen, Raumflächen. Hier ist es. Raumflächen. Nein, das noch nicht. So. Auswertung Oberflächen. Räume nach Geschoss. Da fehlt mir was. So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier diese Dinge alle zugemacht, also Auswertungen zugemacht, Projektinhalte zugemacht. Hier gibt es Flächenberechnung. Wenn ich da reingehe und jetzt einmal zum Beispiel nette Grundfläche wähle, bekomme ich eben hier die Auswertung, auch für den komplexen Raum. Das heißt, der Raum wird unterteilt in Einzelflächen. Hier stehen dann die Maße und die Berechnungsgrundlage dafür, mit der Summierung des Ganzen. Wenn ich jetzt diese Sachen im Grundriss brauche, ich nehme das jetzt mal für diesen Raum mit, ich kann das hier einfach markieren, Steuerung C, dann gehe ich in den Grundriss mit Steuerung V, kann ich das hier reinlegen. Das sind dann einzelne Linien und Texte, das heißt, das hier, Steuerung E, kann ich durchaus reinlegen und skalieren.
unter Bearbeiten, Verändern, Größenänderung, grafisch bestimmen, okay, von hier nach hier soll bis hier hingehen. Dann habe ich diese Flächen drinnen und kann die bemaßen und das passt dann genau mit der Berechnung zusammen. Den haben wir noch nicht, der kommt auch noch dazu. Und dann eben noch, wo ist der Mittelpunkt? Hier kann ich mir eine Linie dazu machen, dass ich es wieder finde. Von hier nach hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine angepasste Bemaßung reingebe, oder habe ich das herinnen, dann könnte ich noch diese Länge reingeben. Das ist das hier, dann finde ich die ganzen Zahlen dann wieder. Gut, da müsste ich jetzt suchen. Die Sehnenlänge haben wir, das haben wir, ja. Aber ihr seht, es ist relativ einfach, nachvollziehbare Flächenberechnungen zu bekommen, wenn man das direkt im Plan haben will. Die Dinger müsste man dann natürlich in der Größe anpassen, das ist klar. Sind die Flächen genau bezeichnet und wir haben alles, was wir brauchen, um es nachvollziehen zu können. Gut, einmal bis hierhin. Schöne Grüße aus Salzburg. So, ich habe noch einmal die Bezüge zu den bemaßten Dingen hinzugegeben. Die 528 sind natürlich der Radius zum Quadrat mal Pi durch 360 mal den Winkel, das ist der hier, minus dem Dreieck, dieses und dieses. Also man kann das sehr gut nachvollziehbar machen, wenn man das will. Gut, auf Wiedersehen.